viele Wildtiere wie das Dickhornschaf oder den Schwarzbären. Doch in dieser bergigen Wildnis lebt vielleicht auch eine Familie von Kreaturen, die allen Angst einjagt. Es war mindestens 2 Meter groß, als es sich aufrichtete. Sehr hager und sehr muskulös. Das waren riesige Gestalten. Was immer es war, es ist weit umhergezogen. Sie reisten in einer Art Familie. Augenzeugen beschreiben riesige, haarige Tiere, die in Gruppen in der Sierra Nevada umherstreifen. Sie sind zwischen 2,10 Meter und 2,75 Meter groß und wiegen wohl etwa 230 bis 360 Kilogramm. Bei den jüngeren Tieren ist das Fell tief schwarz, bei den älteren braun. Alle Kreaturen haben stechende, rote Augen. Sie sind unter dem Namen Bigfoot bekannt. Ich werde nie die Nacht vergessen, in der wir auf Patrouille waren und auf einen Angriff warteten. Butch Young war erst 19 Jahre alt, als er in das Marine Mountain Warfare Training Center in der Nähe des Mono Lakes in Kalifornien geschickt wurde. Dort lernt man, wie man kämpft, überlebt, Krieg führt und dem Feind in einer bergigen Landschaft entgegentritt. Young dachte, er sei auf die abgeschiedene Wildnis vorbereitet. Das Trainingszentrum lag extrem abgelegen. Nachts war es totenstill. Man hörte weder Autos noch Flugzeuge. Eines Nachts waren Young und seine Truppe während einer nächtlichen Kampfübung auf Patrouille. Es war kalt und wir waren auf einer Höhe von etwa 2300 Metern. Der Boden war schneebedeckt und der Mond schien. Man konnte also gut sehen. Die Männer entdeckten etwas, von dem sie dachten, es wäre eine gegnerische Truppe. Als ich nach rechts sah, bewegten sich 2 Figuren durch die Bäume. Eine stand und die andere schien sich zu ducken. Doch das Paar verhielt sich nicht wie Marines im Manöver. Sie benahmen sich entgegen aller Verhaltensregeln in den Wäldern. Man muss sich verstecken und unsichtbar sein. Es machte einfach keinen Sinn. Verwirrt versuchte die Truppe, eine bessere Sicht zu bekommen. Ich suchte nach Anzeichen dafür, dass das Marines waren, nach Waffen oder Hinweisen auf eine Uniform. Ich erinnere mich, dass einer der beiden teilweise im Mondschein stand, sodass ich seine Finger erkennen konnte. Um das aus einer Entfernung von 20 bis 30 Metern erkennen zu können, muss die Hand ziemlich groß sein. Erst später begriffen die Männer, was sie da gesehen hatten. Am nächsten Morgen fanden wir heraus, dass die gegnerische Truppe 2 Kilometer entfernt war. Sie waren nicht einmal in der Nähe, also fragten wir uns, was wir da gesehen hatten. Wer war das da oben zwischen den Bäumen? Vielleicht war es tatsächlich ein Bigfoot. In der Sierra Nevada-Region werden schon seit langem immer wieder Bigfoot-Sichtungen gemeldet und viele seltsame Spuren entdeckt. Viele Menschen lassen sich dennoch nicht davon überzeugen, dass in diesem Gebiet derartige Wesen leben. Ich habe Zweifel, dass das wirklich Bigfoot sind. Es gibt keine Anzeichen, die diese Fußspuren von menschlichen Pferden unterscheiden. John Myanzinski ist Wildtierbiologe. Er geht davon aus, dass die Spuren von einem bekannten Tier hinterlassen wurden. Es ist möglich, dass es junge Bigfoots waren. Ich gehe aber davon aus, dass die Jungtiere die Menschen genauso meiden würden wie ausgewachsene Bigfoots. Es gibt immer wieder Sichtungen in der Nähe des Mono Lakes, der knapp 300 Kilometer östlich von San Francisco liegt. Hier wird Monster Quest die Suche nach der legendären Kreatur beginnen.
Das Gebiet soll mit Infrarot- und Überwachungskameras aus der Luft und am Boden überwacht werden. Das Wissenschaftsteam wird ein Video überprüfen, auf dem ein Bigfoot zu sehen sein soll. Und letztendlich wird es Beweise untersuchen, die belegen sollen, dass hier eine Bigfoot-Familie lebt. Der Anthropologe Dr. Jeff Meldrum wird die Expedition anführen. Er wird von Jaime Avalos begleitet, der seit Jahren nach den Bigfoot sucht. Die Tatsache, dass Jaime mehrere unterschiedliche große Wesen mit relativ kleinen Füßen in einer Gruppe gesehen hat, ist wirklich faszinierend. Die Mehrheit der Sichtungen ebenso wie die entdeckten Spuren deuten hauptsächlich auf ein einzelnes Individuum hin. Es sieht so aus, als wären sie in den letzten 2 Jahren immer zu bestimmten Jahreszeiten in dieselben Gebiete gewandert. Ich kann also, nachdem ich jetzt einen Bewegungskorridor festlegen konnte, zu einer bestimmten Zeit in ein bestimmtes Gebiet gehen und finde dort Spuren. Avalos geht davon aus, dass es sich um eine ganze Familie handelt, da es Spuren in verschiedenen Größen gibt. Den Größen der Spuren nachzuurteilen, sind es heranwachsende Bigfoots. Es gibt Abdrücke mit 20, 25 und 28 Zentimetern. Das Team möchte die bestehenden Beweise einschließlich der Fußspuren untersuchen. Es will beurteilen, ob dieses Gebiet einen großen Primaten beherbergen könnte. Danach will es versuchen, die Kreatur zu finden. Hatten Sie eine gute Reise? Ja, danke. Roger Musso. Fernando, schön, Sie kennenzulernen. Sie sind der Fährtenleser. Ja. Wir werden die Wärmebildkamera mit der Manschette hier am Flügel befestigen. Da das Team annimmt, dass der Bigfoot sehr leicht durch Lärm verschreckt wird, benutzen sie einen Segelflieger, um das Gebiet zu überwachen. Die Wärmebildkamera am Flügel zeigt Infrarotsignaturen der Tiere am Boden an. Der kleine Motor der Maschine wird nur benutzt, um in die richtige Segelhöhe zu kommen. Danach wird er abgeschaltet. Der Segler gleitet vom Boden aus unbemerkt in vollkommener Stille durch die Luft. Fertig. Die Kamera ist platziert. Ich werde auf etwa 150 Meter Höhe steigen und testen, wie die Infrarotbilder aussehen. Danach bei 300 und bei 450 Meter. Vielleicht können wir auch einige Geräuschmessungen machen, damit wir wissen, was der Bigfoot hören würde. Dann werde ich mal starten. Sie sollten hier wohl besser verschwinden. Der Testflug ermöglicht ihnen, die Wärmebildkamera abzustimmen. Propeller frei. Okay, wir haben volle Kraft. Wir werden einige Soundtests machen. Ich werde einen Rechtsanflug durchführen und auf etwa 150 Metern Höhe über Lee Whining hinwegfliegen. Jetzt fliege ich auf einer Höhe von etwa 300 Metern über die Startbahn hinweg und danach noch einmal in 450 Metern Höhe. Für den dritten Überflug wird der Motor abgeschaltet. Nun beginnt der Gleitflug. Ich schalte den Propeller ab und beginne mit dem Tarnflug. Und zwar jetzt. Lee Whining Traffic 2 Tango Tango. Ich müsste jetzt auf 450 Metern Höhe über 1 und 5 sein. In dieser Flughöhe ist es unmöglich, den Segelflieger vom Boden aus zu sehen oder zu hören. Perfekt für eine geheime Überwachung. Doch der starke Wind verursacht Probleme. Ich glaube, da ist was lose. Ein Kabel hat sich losgerissen und das Wärmebild vom Boden ruiniert.
Es ist hier sehr windig. Wir werden zurückfliegen müssen. Der Pilot entscheidet sich zu landen. Bin etwa 16 Kilometer vor Trail Lee Whining. Wir haben ein loses Kabel. Monster Quest sucht in den kalifornischen Bergen nach dem Sierra Bigfoot. Eine Kreatur, die vielleicht in Gruppen oder Familien lebt. Die ersten Sichtungen gehören zu den Legenden der amerikanischen Ureinwohner. Die Shoshonen berichten vom Jarbidge, einem riesigen, haarigen Menschenfresser. Man sagte, der Jarbidge oder auch haariger Teufel würde diejenigen jagen, die sich vom Stamm entfernen. Und es hieß, er würde seine Opfer verschleppen und nur riesige Fußabdrücke hinterlassen. Zeichnungen dieser Abdrücke kann man zusammen mit denen anderer einheimischer Tiere auf den Felsen der Sierra Nevada finden. Die Fußabdrücke, die von allen Jäger- und Sammlervölkern in ihren Malereien dargestellt werden, zeugen von der Vertrautheit dieser Menschen mit den Tieren ihrer Welt. Zur Identifizierung der Bigfoot-Abdrücke auf den Felsmalereien sind Form und Platzierung bedeutsam. Es sind Darstellungen von flachfüßigen Abdrücken mit fünf Zehen, die sich deutlich von typischen Menschenabdrücken unterscheiden. Ein Fuß direkt vor dem anderen. Das ist interessant. Und sie heben sich deutlich ab von den anderen bekannten Wildfährten, die man oft in diesen Felszeichnungen findet. Nun sind neue Beweise aufgetaucht, die vielleicht einen Bigfoot zeigen. Als ich es sah, war ich schockiert. Ich bekam eine Gänsehaut. Der Mann, der dieses Video drehte, möchte die Privatsphäre seiner Familie wahren und hat Monster Quest gebeten, seine Identität geheim zu halten. Wir haben einen Tagesausflug an den Mono Lake gemacht, um uns den See und die Umgebung anzusehen. Wir fuhren dorthin, parkten das Auto und gingen hinunter zum See. Ich hatte meine Videokamera dabei. Ich habe ein wenig die Umgebung, die Kalksteine, den See und meine Familie gefilmt. Doch in der Nähe lauerte etwas. Die Felsformationen waren wirklich schön. Auf der anderen Seite die Sierra Nevada, auf der einen Seite die White Mountain Bergkette. Eine wunderschöne Gegend. Wir sind hier am Mono Lake. Es ist Samstagmorgen, der erste Tag unseres Urlaubs. Hauptsächlich habe ich Panoramaaufnahmen gemacht. Ich habe nichts Bestimmtes gesucht. Es war sehr kalt und sehr windig. Etwa eine Stunde später packten wir zusammen und fuhren nach Hause. Die Aufnahmen wurden für 17 Jahre vergessen, bis ein Familienmitglied sie abspielte und etwas Ungewöhnliches entdeckte. Mir standen die Haare zu Berge. Eine Art Kreatur stand genau da, wo auch meine Kinder waren, direkt am Strand. Das war schon etwas beunruhigend. Hätte ich die Kamera ein oder zwei Sekunden eher abgeschaltet, hätte ich es wohl nie erwischt. Für mich ist es immer noch ein Mysterium. Seltsam. Ich glaube nicht, dass es ein Bär ist, aber auch keine Person. Das Wissenschaftsteam wird das Video analysieren. Der gerichtsmedizinische Analytiker Greg Stutchman reist zum Mono Lake, wo die Aufnahmen gemacht wurden.
Er wird Daten sammeln, die die Größe der Kreatur bestimmen können. Das Video wurde im Jahr 1991 aufgenommen. Seit der Film gedreht wurde, stieg der Wasserspiegel um etwa 2 Meter an. Er verdeckt somit die Felsformationen, die in dem Originalvideo zu sehen sind. Das Team ist gezwungen, das knapp 25 Kilometer lange Ufer nach der Stelle abzusuchen. Ein Panoramabild, erstellt aus vielen Ausschnitten des Videos, wird Ihnen dabei von Nutzen sein. Steve, hier drüben, ich habe es gefunden. Was haben Sie gefunden? Sie nutzen die Berge im Hintergrund, um sich zu orientieren. Lassen Sie uns unsere Messgeräte holen und die komplette Bildbemessungsanalyse machen. Um die Größe der Kreatur in dem Video zu berechnen, müssen die Ausmaße der Felsformationen bestimmt werden. Okay. Der erste Schritt dabei ist, sie mit bekannten Brennweiten zu fotografieren. Halten Sie es noch einmal genau dahin und das hier daneben. Dann wird der Abstand zwischen Kamera und Wasserkante und die vertikale Höhe der Wasserkante zum Zentrum der Kameralinse gemessen. 220 Zentimeter. Okay, das war's. Im letzten Schritt wird ein Lasermessgerät verwendet, um den Abstand von der Kamera zu der Felsformation zu bestimmen. Das Wissenschaftsteam hat nun die Daten, die es braucht, um mit der Analyse im Labor zu beginnen. Jaime Avalos geht davon aus, dass die Fährten, die um den Mono Lake gefunden wurden, von dieser Kreatur stammen. Er ist an eine Stelle in der Nähe des Sichtungsortes gereist und wird dort eine Überwachungskamera, die für die Überwachung von großen Gebieten benutzt wird, anbringen. Avalos nimmt an, dass die Kreaturen ihn kennen. Also wandert er allein dorthin, um die Kameras zu installieren. Ich denke, die Kreatur wird wohl keine Angst vor mir haben, denn ich verhalte mich zurückhaltend. Direkt unterhalb der Schneegrenze findet er frische Wildexkremente. Er geht davon aus, dass der Bigfoot in dieser Höhenlage jagt. Er findet bald eine gute Stelle, um die Kamera zu installieren. Das System hat kabellose Bewegungssensoren und kann vergraben werden, sodass es nahezu unsichtbar ist. Avalos platziert die Kamera, die Bewegungssensoren und eine Infrarotlichtquelle. Dann vergräbt er den Rekorder. Okay. Das Team bereitet sich auf die Luftsuche vor. Das ist der Canyon, den ich meine. Es gab hier schon zuvor Aktivitäten. Es wird kein großes Gebiet sein, das überwacht werden muss. Sobald wir die Wärmekamera anschalten, kann ich das gesamte Gebiet abdecken. Wir können auch hier entlang fliegen und dann Richtung June Lake. Wo der See anfängt, werde ich die Klappen ausfahren und kreisend mehrere hundert Meter tiefer gehen. Sollte ich etwas entdecken, werde ich wieder höher steigen. Sie werden mich also bestimmt nicht bemerken. Okay, wir machen das so. Let's go.
knapp 70 Liter Treibstoff. Das reicht für etwa 6 oder 7 Stunden. Der Rest des Teams folgt dem Flieger am Boden. Two Tango Tango, können Sie Ihre Position angeben? Wir fliegen gleich am Toon Lake entlang und haben unsere Suchkameras in Betrieb. Verstanden. Ich werde die Maschine jetzt herunterdrosseln und in einen Gleitmodus wechseln. Plötzlich zeigen die Kameras etwas an. Wir haben hier südlich des kleinen Sees eine kleine Wärmequelle. Okay, wir fahren da hinauf und sehen uns um. Die Wärmequelle befindet sich in der Nähe des June Lakes, in einem der Gebiete, die sie ins Auge gefasst hatten. Das Bodenteam kommt an der angezeigten Stelle an und sucht nach Beweisen für das Biest. Hier ist viel Wild durchgezogen, um Wasser zu trinken. Rein und wieder raus. Hier haben die Raubtiere gewartet. Sie wussten, sie würden herkommen, weil sie trinken müssen. Das ist ein Bär. Ein großer Bär. Ja, ja. In diesem Gebiet wimmelt es von möglicher Beute für den Bigfoot. Wir haben hier einen Waschbären, Wild und auch eine Ente. Es gibt also viele Tiere hier in dieser Gegend. Sie kommen immer wieder zur Wasserstelle. Die Fährten sind ermutigend, doch es kommt ein Sturm auf. Okay, was haben wir hier? Sieht aus, als wäre das wieder so ein 28 x 12 cm Abdruck. Die Abdrücke haben die gleichen Maße wie die, die Avalos schon früher gefunden hatte. Das Wasser steigt schnell. Wir müssen uns beeilen. Sie müssen einen Abdruck machen, bevor der Sturm die Spuren verwischt. Der Wind ist wirklich stark. Super. Der Abdruck muss erst analysiert werden. Doch es könnte ein weiterer Beweis sein. Ich fülle es auf. Okay, warten wir kurz. Monster Quest ist in die Berge der Sierra Nevada gereist, wo angeblich eine Familie Bigfoots das einheimische Wild jagt. Es hätte leicht meine Tür herausreißen können. Ich wäre machtlos gewesen. Avalos war mit dem Auto in den Bergen etwa 50 Kilometer südwestlich des Mono Lakes unterwegs, als er etwas Schockierendes sah. Als ich den Hügel hinunterfuhr, sah ich eine Kreatur, die die Straße überquerte. Ich war mir wirklich nicht sicher, was es war. Mein erster Gedanke war, was zum Henker macht ein Typ in einem Gorilla-Kostüm hier oben? Ich fuhr weiter. Und dann kam es zurück. Im Sonnenlicht konnte ich die Muskelbewegungen unter dem Fell erkennen. Avalos schätzt, dass die Kreatur mindestens 2 Meter groß war. Ich wusste, es hätte innerhalb einer Minute mein Auto erreichen können. Es hätte die verschlossene Autotüre herausreißen und mich aus dem Auto ziehen können. Und ich wäre machtlos gewesen. Avalos war von dieser Begegnung so erschüttert, dass er seitdem nach dieser Kreatur sucht. Ich finde nun schon seit einigen Jahren viele Fährten und sie scheinen alle von der gleichen Gruppe zu stammen. Egal ob im östlichen oder im westlichen Teil der Sierra, ich bin ihnen schon über 600 Kilometer weit gefolgt. Das Monster Quest Team hat Spuren gefunden, die jenen gleichen, die Avalos gefunden hatte. Sie folgen ihnen zu ihrem Ursprung.
Fernando Moreira ist ein professioneller Fährtenleser. Er wurde von portugiesischen Spezialtruppen ausgebildet und hat in Angola und Mosambik gekämpft. Wenn man einen kleinen Fehler macht, kann man sich und sein ganzes Team töten. Dr. Jeff Meldrum wird Moreiras Fähigkeiten testen. Wir machen es am Anfang noch leicht und dann vermischen wir es vielleicht ein wenig. Der unterschiedliche Untergrund wird das Spurenlesen schwer machen. Eines ist sicher. Jeder, der in dieser Gegend barfüßige Abdrücke fälschen wollte, müsste mehr barfuß laufen als ich. Mehr kann ich nicht machen. Moreira wird zurückgerufen und beginnt Steine und Boden mit erstaunlicher Präzision zu analysieren. Ein guter Fährtenleser sollte fähig sein, dieser Fährte bis zum Ende zu folgen. Moreira schafft es, den Weg genau zurückzuverfolgen und erkennt sogar den Platz, an dem Meldrum sich kurz gesetzt hatte, um seine Schuhe anzuziehen. Er hat sich genau hier hingesetzt, die Schuhe angezogen und ist weitergegangen. Selbst wenn ein Bigfoot schlau genug wäre, seine Spuren zu verwischen, könnte Moreira sie noch lesen. Ich bin wirklich beeindruckt, Fernando. Ich habe die Spuren ihrer Abwesenheit gelegt und sie konnten trotz des unterschiedlichen Bodens all die Details erkennen. Sie haben meine Spur sehr genau bestimmt. Propeller frei. Das Team nimmt die Suche aus der Luft wieder auf. Doch starke Winde machen den Flug gefährlich. Der Wind kommt von diesem Kamm herunter und drückt uns nach unten. Deshalb wird es jetzt noch einmal etwas holprig. Der ursprüngliche Plan, zum Lundy Lake Canyon zu fliegen, wird schnell geändert. Bei dem Wind wird es schwierig, in den Canyon zu fliegen. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Der Pilot versucht, in Richtung der Berge zu fliegen, doch die Winde sind zu stark und er ist gezwungen zu wenden. Ich habe immer wieder Ausfälle. Selbst bei Abwind haben wir aber noch mehrere hundert Meter Spielraum, sodass wir es abfangen können. Wir werden in etwa 5 Minuten landen. Okay, melden Sie sich bei uns, wenn Sie da sind. Die starken Winde bedeuten, dass das Bodenteam ohne Luftunterstützung arbeiten muss. Sie suchen die Umgebung ab, in der Avalos 2008 Spuren gefunden hatte. Hoffentlich finden wir hier was. Da ist etwas. Ja, genau hier. Ich markiere es. Messen wir es aus. Es sieht so aus, als wäre es ein 23 mal 10 cm Abdruck. Das habe ich nicht oft. Die Spur scheint von Menschen zu stammen, also sucht das Team weiter. Meldrum und Myonzinski schätzen ab, ob mehrere Bigfoots in diesem Lebensraum genügend Nahrung finden würden. Ich werde nach Beutetieren suchen. Es gibt viele Berichte, dass Bigfoots Rehe oder Elche erlegen. Es sind natürlich nur Geschichten. Aber wir haben auch Beweise gefunden, dass sie in einigen Gegenden diese Nahrungsquellen nutzen. Doch der Schlüssel hierbei ist die Vegetation. Man wird kein Wild finden, wenn es keine Nahrung für diese Tiere gibt. Der Lebensraum ist eine Kombination aus Futter und Verstecken. Das hier ist kein guter Lebensraum. Sie untersuchen etwas höher gelegene Nahrungsquellen, die für einen großen Primaten eher in Frage kommen könnten.
Hier oben wird es etwas besser. Hier gibt es viele Jeffreys-Kiefern. Das ist wahrscheinlich die proteinhaltigste Quelle, die wir finden können. Stimmt. Hier sind lauter Samen verstreut. Die Funde stimmen Myonsinski optimistisch. Der Lebensraum könnte passen. Für Menschen ist das pures Protein. Es ist nicht völlig abwegig, dass ein Primat dieser Größe die meisten Proteine von diesen Kiefern bekommt. Man weiß, dass andere Tiere dem Reifeprozess der Kiefernzapfen folgen. Die Tiere folgen ihnen zu unterschiedlichen Reifezeiten in unterschiedliche Höhenlagen, um die Samen zu fressen. Wenn wir also wissen, wo sie sind und sie auf einer Karte verzeichnen können, können wir zu einem gewissen Grad voraussagen, wo wir hier einen allesfressenden Primaten finden können. Bären wandern zu der gleichen Zeit an solche Orte. Wie ein Bär, der seinen Jungen beibringt, zu sich erneuernden Futterquellen zurückzukehren, könnte auch eine Bigfoot-Familie dieser Futterspur folgen. Bei Bären lernen die Jungtiere es von ihren Müttern. Manchmal müssen sie sehr schnell sein, denn Vögel ernähren sich auch von den Kiefersamen. Und sie ernähren sich auch von den gleichen Beeren wie die Allesfresser. Ich denke, wir müssen noch nach einem anderen guten Lebensraum suchen. Die großen Forellen in diesem See könnten ebenfalls eine gute Nahrungsquelle sein. Und das Team entdeckt noch weitere mysteriöse Abdrücke im Sand. Der hier ist interessant. Das ist wirklich eine gute Spur. Man kann hier 5 kleine Zehen sehen und es ist ein großer Abdruck. Hier ist noch einer. Sehen Sie sich das an. Sehen Sie, wo die Ferse spitz zuläuft? In diese Richtung? Die Zehe zeigt genau dorthin. Dann ist da diese Unterbrechung. Und hier sind noch Schleifspuren. Wissen Sie, was das für eine Schleifspur ist? Die stammt von einem Kajak oder einem Segelboot, das die Person aus dem Wasser gezogen hat. Alles ist vollkommen getrocknet und diese Steine sind festgedrückt. Der Fußabdruck ist also etwa 3 Tage alt. So, this is about 3 days old footprint right here. Monster Quest untersucht Berichte über eine Bigfoot-Familie, die in der Sierra Nevada, nahe der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada, gesichtet wurde. Keine Ahnung, was das für eine Kreatur war, aber ich wollte sie nicht erschießen. Im Jahr 2005 war Joe Walls in einer abgelegenen Gegend auf der Jagd. Es war etwa 8.30 Uhr morgens. Ich wanderte über diesen Hügelkamm und ging in südliche Richtung weiter. Nachdem ich etwa 1,5 Stunden gewandert war, beschloss ich, eine Pause zu machen und dann zum Camp zurückzugehen. Doch Walls war nicht alleine. Um etwa 11.15 Uhr entschied ich mich weiterzugehen, da es schon spät wurde und ich zum Camp zurück musste. Als ich gerade losgehen wollte und nach meinem Gewehr griff, bemerkte ich eine Bewegung neben einem Baum. Dieses Wesen kam vor mir aus dem Wald und wir hatten direkten Augenkontakt. Die Kreatur hatte rote Augen, dann verschwand sie im Wald. Das Biest verschwand mit überraschender Geschwindigkeit, doch dann tauchten 2 weitere auf. Ich bemerkte eine Bewegung links von mir. Ich denke, es war eine Familie. Es waren auf keinen Fall Menschen in Kostümen. Es war Jagdsaison.
Sie hätten ihr Leben riskiert, wenn sie mit Affenkostümen in den Bergen herumgelaufen wären. Die zwei Kreaturen verschwanden in die gleiche Richtung wie die erste. Ich fing an, nervös zu werden und wollte schnell verschwinden und zum Camp zurückkehren. Wenn ich jetzt durch den Wald gehe, sehe ich mich immer um. Ich bin mir meiner Umgebung viel bewusster, als ich es vorher je war. Dieses Video wurde am Mono Lake, nicht weit von den anderen Sichtungen, gedreht. Das gerichtsmedizinische Stutchman-Labor im Napa Valley, Kalifornien, analysiert die Aufnahmen. Das ist eine Kopie des Originalvideos, das ich von dem Augenzeugen bekommen habe. Das Wissenschaftsteam versucht, das Bild schärfer und besser zu machen, um nach Details zu suchen, die die Identität der Kreatur preisgeben. Die schlechte Qualität der Aufnahme stellt ein Problem dar. Wir nutzen ein spezielles forensisches Software-System, das in meinem Gebiet speziell für die Bildaufbesserung verwendet wird. In diesem Fall nutzt es uns nicht viel, da wir nur eine geringe Bildauflösung haben. Die Information ist von vornherein nicht vorhanden, und wenn das der Fall ist, kann man sie auch nicht durch Bildvergrößerung oder Verschärfung hervorbringen. Sie frieren das Bild ein, sodass sich nur die Kreatur bewegt. Das ist der bearbeitete Film. Man kann sehen, wie sich das Objekt von rechts nach links bewegt. Genau da. Der Hintergrund ist eingefroren und die Kamerasicht bewegt sich. Es fehlt nur noch ein Schritt. Das ist das Endprodukt, das eingefrorene Bild, das geschnitten wurde, damit sich das Auge ohne Ablenkung auf das bewegliche Objekt konzentrieren kann. Ich für meinen Teil kann nicht hundertprozentig sagen, ob es sich um einen Menschen oder einen Bigfoot handelt. Aber die Bildbearbeitung hat bereits ein Rätsel gelöst. Das hier hat am Anfang meine Aufmerksamkeit erregt, ein Fuß oder so etwas. Einige Leute denken, man sieht einen Ärmel. Im bearbeiteten Bild kann man erkennen, dass ein Stein oder Busch im Vordergrund die Sicht versperrt. Es scheint, als wäre die Figur nicht einfach ein verkleideter Mann. Die Arbeit wird an den Analysten Greg Stutchman weitergegeben. Greg kann Standbilder aus dem Video verwenden, um die Größe des Objektes basierend auf bekannten Ausmaßen im Bild zu berechnen. Das Expeditionsteam sucht nach Spuren mehrerer Bigfoots. Dr. Jeff Meldrum führt die Suche in einem Gebiet nahe des Lundy Lake Canyons und abseits des üblichen Erholungsgebietes an. Gut gemacht, John. Ich denke, es wird Zeit, dass wir das Einzelkamerasystem testen. Ich werde es mitnehmen und in den Canyon gehen. Sie können dann vom Monitor aus alles beobachten. Jaime Avalos wird versuchen, alleine mit der Kreatur Kontakt aufzunehmen. Bevor er jedoch loszieht, tarnt er seinen Geruch mit Rauch. Die Kamera, die er verwendet, hat ein kabelloses System, das Nachtsichtbilder aus zwei verschiedenen Perspektiven aufnimmt und live überträgt. Wir sind soweit. Jaime, gehen Sie doch schon einmal los. Ich denke, wir sind bereit zu senden. Okay, ich gehe los. Viel Glück. Avalos verschwindet in der Dunkelheit. Meldrum wird sein Vorankommen beobachten. 6 Bar. Gutes Signal bisher. Jaime, wie weit denken Sie, sind Sie vom Basiscamp entfernt? 800 Meter vielleicht. Verstanden. Er geht weiter in den Canyon hinein und hofft dabei auf eine Reaktion der Kreatur. Ich werde hier anhalten und pfeifen.
Verstanden. Avalos dringt tiefer in die Wildnis ein. Es wird hier wirklich immer dunkler. Ich weiß nicht, ob ich dieses seltsame Gefühl wieder bekommen werde. Geben Sie mir eine Minute. Es ist wirklich gespenstisch hier im Dunkeln. Er setzt seinen Weg fort, nicht weit entfernt von der Stelle, wo er die Kreatur gesehen hatte. Ich denke, ich bin jetzt beim See. Die Signale sind scheinbar um 50% schlechter geworden, aber die Übertragung läuft noch. Die Geräte sind fast an ihrem Limit. Wir sind jetzt runter auf 30%. Gibt es irgendwelche Reaktionen auf Ihr Pfeifen? Ich glaube, ich höre etwas. Es hört sich wie ein Katzenbaby an. Links von mir höre ich etwas. Ich drehe die Kamera in diese Richtung. Die Signale brechen ab. Wir hören hier im Moment fast nur Statik. Können Sie das wiederholen? Ich verstehe Sie kaum. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Es ist echt gruselig hier. Die Verbindung zu Avalos ist abgebrochen. Rani, können Sie mich hören? Monster Quest sucht nach einer Gruppe Bigfoots, die von Augenzeugen in den Bergen der Sierra Nevada gesichtet wurde. Dieser Mann hat Beweismittel gesammelt, von denen er denkt, dass sie die Existenz der Kreatur beweisen. Dieser Videoanalyst untersucht Beweise, um die Kreatur zu identifizieren. Und dieser Mann stand dreien dieser Kreaturen gegenüber, als er in den Bergen auf Jagd war. Das Expeditionsteam führt eine Suche in dem Gebiet durch, in dem seltsame Geräusche gehört wurden. In der Nacht haben sie den Kontakt zu einem Teammitglied verloren, das die Umgebung auskundschaftete, in der es Bigfoots geben soll. Versuchen Sie es nochmal. Jaime, können Sie mich hören? Endlich taucht Avalos auf einem Hügel in der Nähe auf. Er hat die Umgebung abgesucht, doch er konnte nicht herausfinden, was die Geräusche verursacht. Die seltsamen Schreie wurden von den Aufnahmegeräten nicht aufgezeichnet, also können sie auch nicht analysiert oder identifiziert werden. Das Team trifft sich am nächsten Morgen, um die Abdrücke zu untersuchen, die es am See genommen hatte. Sie sollen mit den Abdrücken, die Avalos früher gefunden hatte, verglichen werden. Das Team konzentriert sich auf drei bestimmte Größen. Sind sie das? Das sind sie. Das sind Abdrücke der 28, 25 und 20 Zentimeter großen Spuren, sowohl von der West- als auch von der Ostseite der Sierra Nevada. Wenn Sie es umdrehen, können Sie die Größe, die Zeit, das Datum und die Anhöhe sehen. Und die meisten haben sich kaum verändert? Ja, fast gar nicht. Es scheinen immer die drei gleichen zu sein. Da er immer wieder die gleichen Abdrücke gefunden hat, geht Avalos davon aus, dass er in den letzten 2 Jahren derselben Gruppe von Bigfoots gefolgt ist. Ich habe keinen Zweifel, dass man bei einer kleinen Gruppe von Individuen immer wieder gleiche Fußabdrücke findet. Sie stellen fest, dass der genommene Abdruck zu den früheren Spuren passt. Wenn man die Details genau betrachtet, erkennt man viele Übereinstimmungen. Diese unverwechselbare Mulde, die Zehenstellung passt ziemlich gut. Majanzinski bleibt skeptisch, dass einer der Abdrücke von einem Bigfoot stammt.
Ich würde sagen, alle Spuren haben die Größe eines menschlichen Abdrucks. Was bringt Sie zu der Annahme, es könnte etwas anderes sein? Alleine schon die Tatsache, wo ich sie gefunden habe. Sie tauchen in Gebieten auf, die sehr abgelegen sind, etwa 3 Stunden entfernt oder auf Erhöhungen im Hinterland. Haben Sie auch welche zu Jahreszeiten gefunden, in denen man eher nicht barfuß läuft? Ja, diesen hier. Ich habe ihn am 3. Dezember am See gefunden. Es war ein kalter Tag und es lag Schnee. Ich habe sie auch in Gebieten gefunden, in denen man auf stachelige Pflanzen und scharfkantige Steine treten muss. Meldrum vergleicht Avalos kleinere Abdrücke mit einigen seiner eigenen Sammlungen. Er nimmt an, dass diese von ausgewachsenen Bigfoots stammen. Lassen Sie mich ein paar Beispiele zeigen, die wir für typische Bigfoot-Abdrücke halten. Besonders beeindruckend ist die Größe. Ein durchschnittlicher Bigfoot-Abdruck misst ungefähr 40 cm, ist relativ flach und hat eine sehr breite Ferse. Da sie so flach sind, haben sie keinen länglichen Bogen. Diese Abdrücke haben einen. Der hier ist ein sehr gutes Beispiel. Ein sehr deutlich erkennbarer Bogen. Auch wenn der Bogen ein Kennzeichen für einen menschlichen Abdruck ist, sind andere Möglichkeiten nicht ausgeschlossen. Meldrum hat mehr als 200 Abdrücke untersucht, er hat aber nur wenige gesehen, die klein genug waren, um von heranwachsenden Bigfoots zu stammen. Dadurch stellt sich die Frage, wie ein Abdruck eines halbwüchsigen Bigfoots aussieht. Könnte er menschlicher aussehen und erst später die Charakteristika der erwachsenen Bigfoot-Abdrücke bekommen, wenn sie ihre riesigen Ausmaße annehmen? Der Fährtenleser Fernando Moreira hat sich die Beweisstücke ebenfalls angesehen, kann aber nicht sagen, ob sie menschlich sind oder nicht. Ich habe nicht genug Hinweise, um zu sagen, ob sie echt sind. Er bräuchte mehr als nur die einzelnen Abdrücke, um eine Entscheidung zu treffen. Ein guter Fährtensucher muss für alles offen sein. Könnte es echt sein? Möglich. Könnte es eine Fälschung sein? Vielleicht. Wir wissen es nicht, bis wir genug Beweise gefunden haben. Ich hoffe, ich werde irgendwann etwas finden, das ich bis zum Ursprung verfolgen kann. Wenn ich es bis zum Ende verfolgen könnte, sollte ich fähig sein, das Geheimnis zu lösen. Die Analyse der Videobeweise ist abgeschlossen. Wenn man das Originalvideo und Standbilder vom Monolake übereinanderlegt, passen der Horizont und die Felsformationen perfekt zusammen. Wir haben die Stelle gefunden. Wir verwenden ein Bildmessverfahren basierend auf bekannten Maßen im Bild, um unbekannte Größen festzulegen. Leider hat die Verwitterung der Kalksteine es schwer gemacht, die Messungen vom Monolake zu verwenden. Basierend auf dem Video und den aktuellen Bildern vom See habe ich ein weiteres Modell erstellt. Die Linien zeigen, bis wohin das Wasser heute in etwa geht. Die Kreatur ist unter dem Wasserspiegel, was bedeuten würde, dass sie kleiner als 2 Meter wäre. Der Wasseranstieg um etwa 2 Meter würde bedeuten, dass der Wasserspiegel etwa 30 Zentimeter über dem Kopf wäre. Wir können daraus schließen, dass die Kreatur vielleicht 1,80 bis 2,40 Meter groß ist. Eine genauere Einschätzung ist mir mit den vorhandenen Daten nicht möglich. Monster Quest hat während der Untersuchungen einige aufregende Entdeckungen gemacht. Das Expeditionsteam stellte fest, dass das Gebiet, in dem der Bigfoot gesichtet wurde,
eine Gruppe großer Primaten beherbergen könnte. Wild, Fisch und proteinreiche Vegetation würden ausreichen, um einen großen Primaten auch im Winter zu versorgen. Obwohl das Wissenschaftsteam nicht bestimmen konnte, was es ist, hat es feststellen können, dass die Kreatur, die auf dem Video vom Mono Lake zu sehen ist, zwischen 1,80 Meter und 2,40 Meter groß ist. Und das Team fand einen Abdruck, der zu denen passt, die Jaime Avalos dort früher schon gefunden hatte. Was ich damals gesehen habe, sah für mich nicht menschlich aus. Ich denke viele Wildtiere wie das Dickhornschaf oder den Schwarzbären. Doch in dieser bergigen Wildnis lebt vielleicht auch eine Familie von Kreaturen, die allen Angst einjagt. Es war mindestens 2 Meter groß, als es sich aufrichtete. Sehr hager und sehr muskulös. Das waren riesige Gestalten. Was immer es war, es ist weit umhergezogen. Sie reisten in einer Art Familie. Augenzeugen beschreiben riesige, haarige Tiere, die in Gruppen in der Sierra Nevada umherstreifen. Sie sind zwischen 2,10 Meter und 2,75 Meter groß und wiegen wohl etwa 230 bis 360 Kilogramm. Bei den jüngeren Tieren ist das Fell tief schwarz, bei den älteren braun. Alle Kreaturen haben stechende rote Augen. Sie sind unter dem Namen Bigfoot bekannt. Ich werde nie die Nacht vergessen, in der wir auf Patrouille waren und auf einen Angriff warteten. Butch Young war erst 19 Jahre alt, als er in das Marine Mountain Warfare Training Center in der Nähe des Mono Lakes in Kalifornien geschickt wurde. Dort lernt man, wie man kämpft, überlebt, Krieg führt und dem Feind in einer bergigen Landschaft entgegentritt. Young dachte, er sei auf die abgeschiedene Wildnis vorbereitet. Das Trainingszentrum lag extrem abgelegen. Nachts war es totenstill. Man hörte weder Autos noch Flugzeuge. Eines Nachts waren Young und seine Truppe während einer nächtlichen Kampfübung auf Patrouille. Es war kalt und wir waren auf einer Höhe von etwa 2300 Metern. Der Boden war schneebedeckt und der Mond schien. Man konnte also gut sehen. Die Männer entdeckten etwas, von dem sie dachten, es wäre eine gegnerische Truppe. Als ich nach rechts sah, bewegten sich zwei Figuren durch die Bäume. Eine stand und die andere schien sich zu ducken. Doch das Paar verhielt sich nicht wie Marines im Manöver. Sie benahmen sich entgegen aller Verhaltensregeln in den Wäldern. Man muss sich verstecken und unsichtbar sein. Es machte einfach keinen Sinn. Verwirrt versuchte die Truppe, eine bessere Sicht zu bekommen. Ich suchte nach Anzeichen dafür, dass das Marines waren, nach Waffen oder Hinweisen auf eine Uniform. Ich erinnere mich, dass einer der beiden teilweise im Mondschein stand, sodass ich seine Finger erkennen konnte. Um das aus einer Entfernung von 20 bis 30 Metern erkennen zu können, muss die Hand ziemlich groß sein. Erst später begriffen die Männer, was sie da gesehen hatten. Am nächsten Morgen fanden wir heraus, dass die gegnerische Truppe 2 Kilometer entfernt war. Sie waren nicht einmal in der Nähe, also fragten wir uns, was wir da gesehen hatten. Wer war das da oben zwischen den Bäumen? Vielleicht war es tatsächlich ein Bigfoot. In der Sierra Nevada-Region werden schon seit langem immer wieder Bigfoot-Sichtungen gemeldet und viele seltsame Spuren entdeckt. Viele Menschen lassen sich dennoch nicht davon überzeugen, dass in diesem Gebiet derartige Wesen leben.
Ich habe Zweifel, dass das wirklich Bigfoot sind. Es gibt keine Anzeichen, die diese Fußspuren von menschlichen Pferden unterscheiden. John Myanzinski ist Wildtierbiologe. Er geht davon aus, dass die Spuren von einem bekannten Tier hinterlassen wurden. Es ist möglich, dass es junge Bigfoots waren. Ich gehe aber davon aus, dass die Jungtiere die Menschen genauso meiden würden wie ausgewachsene Bigfoots. Es gibt immer wieder Sichtungen in der Nähe des Mono Lakes, der knapp 300 Kilometer östlich von San Francisco liegt. Hier wird Monster Quest die Suche nach der legendären Kreatur beginnen. Das Gebiet soll mit Infrarot- und Überwachungskameras aus der Luft und am Boden überwacht werden. Das Wissenschaftsteam wird ein Video überprüfen, auf dem ein Bigfoot zu sehen sein soll. Und letztendlich wird es Beweise untersuchen, die belegen sollen, dass hier eine Bigfoot-Familie lebt. Der Anthropologe Dr. Jeff Meldrum wird die Expedition anführen. Er wird von Jaime Avalos begleitet, der seit Jahren nach den Bigfoot sucht. Die Tatsache, dass Jaime mehrere unterschiedliche große Wesen mit relativ kleinen Füßen in einer Gruppe gesehen hat, ist wirklich faszinierend. Die Mehrheit der Sichtungen ebenso wie die entdeckten Spuren deuten hauptsächlich auf ein einzelnes Individuum hin. Es sieht so aus, als wären sie in den letzten 2 Jahren immer zu bestimmten Jahreszeiten in dieselben Gebiete gewandert. Ich kann also, nachdem ich jetzt einen Bewegungskorridor festlegen konnte, zu einer bestimmten Zeit in ein bestimmtes Gebiet gehen und finde dort Spuren. Avalos geht davon aus, dass es sich um eine ganze Familie handelt, da es Spuren in verschiedenen Größen gibt. Den Größen der Spuren nach zu urteilen, sind es heranwachsende Bigfoots. Es gibt Abdrücke mit 20, 25 und 28 Zentimetern. Das Team möchte die bestehenden Beweise einschließlich der Fußspuren untersuchen. Es will beurteilen, ob dieses Gebiet einen großen Primaten beherbergen könnte. Danach will es versuchen, die Kreatur zu finden. Hatten Sie eine gute Reise? Ja, danke. Roger Musso. Fernando, schön, Sie kennenzulernen. Sie sind der Fährtenleser. Ja. Wir werden die Wärmebildkamera mit der Manschette hier am Flügel befestigen. Da das Team annimmt, dass der Bigfoot sehr leicht durch Lärm verschreckt wird, benutzen sie einen Segelflieger, um das Gebiet zu überwachen. Die Wärmebildkamera am Flügel zeigt Infrarotsignaturen der Tiere am Boden an. Der kleine Motor der Maschine wird nur benutzt, um in die richtige Segelhöhe zu kommen. Danach wird er abgeschaltet. Der Segler gleitet vom Boden aus unbemerkt in vollkommener Stille durch die Luft. Fertig. Die Kamera ist platziert. Ich werde auf etwa 150 Meter Höhe steigen und testen, wie die Infrarotbilder aussehen. Danach bei 300 und bei 450 Meter. Vielleicht können wir auch einige Geräuschmessungen machen, damit wir wissen, was der Bigfoot hören würde. Dann werde ich mal starten. Sie sollten hier wohl besser verschwinden. Der Testflug ermöglicht ihnen, die Wärmebildkamera abzustimmen. Propeller frei. Okay, wir haben volle Kraft. Wir werden einige Soundtests machen. Ich werde einen Rechtsanflug durchführen und auf etwa 150 Metern Höhe über Lee Vining hinwegfliegen. Jetzt fliege ich auf einer Höhe von etwa 300 Metern über die Startbahn hinweg und danach noch einmal in 450 Metern Höhe.
Für den dritten Überflug wird der Motor abgeschaltet. Nun beginnt der Gleitflug. Ich schalte den Propeller ab und beginne mit dem Tarnflug. Und zwar jetzt. Warning Traffic 2 Tango Tango. Ich müsste jetzt auf 450 Metern Höhe über 1 und 5 sein. In dieser Flughöhe ist es unmöglich, den Segelflieger vom Boden aus zu sehen oder zu hören. Perfekt für eine geheime Überwachung. Doch der starke Wind verursacht Probleme. Ich glaube, da ist was lose. Ein Kabel hat sich losgerissen und das Wärmebild vom Boden ruiniert. Es ist hier sehr windig. Wir werden zurückfliegen müssen. Der Pilot entscheidet sich zu landen. Bin etwa 16 Kilometer vor 3. 3 Lee Whining. Wir haben ein loses Kabel. Monster Quest sucht in den kalifornischen Bergen nach dem Sierra Bigfoot. Eine Kreatur, die vielleicht in Gruppen oder Familien lebt. Die ersten Sichtungen gehören zu den Legenden der amerikanischen Ureinwohner. Die Shoshonen berichten vom Jarbidge, einem riesigen, haarigen Menschenfresser. Man sagte, der Jarbidge oder auch haariger Teufel würde diejenigen jagen, die sich vom Stamm entfernen. Und es hieß, er würde seine Opfer verschleppen und nur riesige Fußabdrücke hinterlassen. Zeichnungen dieser Abdrücke kann man zusammen mit denen anderer einheimischer Tiere auf den Felsen der Sierra Nevada finden. Die Fußabdrücke, die von allen Jäger- und Sammlervölkern in ihren Malereien dargestellt werden, zeugen von der Vertrautheit dieser Menschen mit den Tieren ihrer Welt. Zur Identifizierung der Bigfoot-Abdrücke auf den Felsmalereien sind Form und Platzierung bedeutsam. Es sind Darstellungen von flachfüßigen Abdrücken mit fünf Zehen, die sich deutlich von typischen Menschenabdrücken unterscheiden. Ein Fuß direkt vor dem anderen. Das ist interessant. Und sie heben sich deutlich ab von den anderen bekannten Wildfährten, die man oft in diesen Felszeichnungen findet. Nun sind neue Beweise aufgetaucht, die vielleicht einen Bigfoot zeigen. Als ich es sah, war ich schockiert. Ich bekam eine Gänsehaut. Der Mann, der dieses Video drehte, möchte die Privatsphäre seiner Familie wahren und hat Monster Quest gebeten, seine Identität geheim zu halten. Wir haben einen Tagesausflug an den Mono Lake gemacht, um uns den See und die Umgebung anzusehen. Wir fuhren dorthin, parkten das Auto und gingen hinunter zum See. Ich hatte meine Videokamera dabei. Ich habe ein wenig die Umgebung, die Kalksteine, den See und meine Familie gefilmt. Doch in der Nähe lauerte etwas. Die Felsformationen waren wirklich schön. Auf der anderen Seite die Sierra Nevada, auf der einen Seite die White Mountain Bergkette. Eine wunderschöne Gegend. Wir sind hier am Mono Lake. Es ist Samstagmorgen, der erste Tag unseres Urlaubs. Hauptsächlich habe ich Panoramaaufnahmen gemacht. Ich habe nichts Bestimmtes gesucht. Es war sehr kalt und sehr windig. Etwa eine Stunde später packten wir zusammen und fuhren nach Hause.
Die Aufnahmen wurden für 17 Jahre vergessen, bis ein Familienmitglied sie abspielte und etwas Ungewöhnliches entdeckte. Mir standen die Haare zu Berge. Eine Art Kreatur stand genau da, wo auch meine Kinder waren, direkt am Strand. Das war schon etwas beunruhigend. Hätte ich die Kamera ein oder zwei Sekunden eher abgeschaltet, hätte ich es wohl nie erwischt. Für mich ist es immer noch ein Mysterium, seltsam. Ich glaube nicht, dass es ein Bär ist, aber auch keine Person. Das Wissenschaftsteam wird das Video analysieren. Der gerichtsmedizinische Analytiker Greg Stutchman reist zum Mono Lake, wo die Aufnahmen gemacht wurden. Er wird Daten sammeln, die die Größe der Kreatur bestimmen können. Das Video wurde im Jahr 1991 aufgenommen. Seit der Film gedreht wurde, stieg der Wasserspiegel um etwa 2 Meter an. Er verdeckt somit die Felsformationen, die in dem Originalvideo zu sehen sind. Das Team ist gezwungen, das knapp 25 Kilometer lange Ufer nach der Stelle abzusuchen. Ein Panoramabild, erstellt aus vielen Ausschnitten des Videos, wird ihnen dabei von Nutzen sein. Steve, hier drüben, ich habe es gefunden. Was haben Sie gefunden? Sie nutzen die Berge im Hintergrund, um sich zu orientieren. Lassen Sie uns unsere Messgeräte holen und die komplette Bildbemessungsanalyse machen. Um die Größe der Kreatur in dem Video zu berechnen, müssen die Ausmaße der Felsformationen bestimmt werden. Okay. Der erste Schritt dabei ist, sie mit bekannten Brennweiten zu fotografieren. Halten Sie es noch einmal genau dahin und das hier daneben. Dann wird der Abstand zwischen Kamera und Wasserkante und die vertikale Höhe der Wasserkante zum Zentrum der Kameralinse gemessen. 220 Zentimeter. Okay, das war's. Im letzten Schritt wird ein Lasermessgerät verwendet, um den Abstand von der Kamera zu der Felsformation zu bestimmen. Das Wissenschaftsteam hat nun die Daten, die es braucht, um mit der Analyse im Labor zu beginnen. Avalos geht davon aus, dass die Fährten, die um den Mono Lake gefunden wurden, von dieser Kreatur stammen. Er ist an eine Stelle in der Nähe des Sichtungsortes gereist und wird dort eine Überwachungskamera, die für die Überwachung von großen Gebieten benutzt wird, anbringen. Avalos nimmt an, dass die Kreaturen ihn kennen. Also wandert er allein dorthin, um die Kameras zu installieren. Ich denke, die Kreatur wird wohl keine Angst vor mir haben, denn ich verhalte mich zurückhaltend. Direkt unterhalb der Schneegrenze findet er frische Wildexkremente. Er geht davon aus, dass der Bigfoot in dieser Höhenlage jagt. Er findet bald eine gute Stelle, um die Kamera zu installieren. Das System hat kabellose Bewegungssensoren und kann vergraben werden, sodass es nahezu unsichtbar ist. Avalos platziert die Kamera, die Bewegungssensoren und eine Infrarotlichtquelle. Dann vergräbt er den Rekorder. Okay. Das Team bereitet sich auf die Luftsuche vor.
Das ist der Canyon, den ich meine. Es gab hier schon zuvor Aktivitäten. Es wird kein großes Gebiet sein, das überwacht werden muss. Sobald wir die Wärmekamera anschalten, kann ich das gesamte Gebiet abdecken. Wir können auch hier entlang fliegen und dann Richtung June Lake. Wo der See anfängt, werde ich die Klappen ausfahren und kreisen, mehrere hundert Meter tiefer gehen. Sollte ich etwas entdecken, werde ich wieder höher steigen. Sie werden mich also bestimmt nicht bemerken. Okay, wir machen das so. Der Rest des Teams folgt dem Flieger am Boden. Two Tango Tango, können Sie Ihre Position angeben? Wir fliegen gleich am Toon Lake entlang und haben unsere Suchkameras in Betrieb. Verstanden. Ich werde die Maschine jetzt herunterdrosseln und in einen Gleitmodus wechseln. Plötzlich zeigen die Kameras etwas an. Wir haben hier südlich des kleinen Sees eine kleine Wärmequelle. Okay, wir fahren da hinauf und sehen uns um. Die Wärmequelle befindet sich in der Nähe des June Lakes, in einem der Gebiete, die sie ins Auge gefasst hatten. Das Bodenteam kommt an der angezeigten Stelle an und sucht nach Beweisen für das Biest. Hier ist viel Wild durchgezogen, um Wasser zu trinken. Rein und wieder raus. Hier haben die Raubtiere gewartet. Sie wussten, sie würden herkommen, weil sie trinken müssen. Das ist ein Bär. Ein großer Bär. Ja, ja. In diesem Gebiet wimmelt es von möglicher Beute für den Bigfoot. Wir haben hier einen Waschbären, Wild und auch eine Ente. Es gibt also viele Tiere hier in dieser Gegend. Sie kommen immer wieder zur Wasserstelle. Die Fährten sind ermutigend, doch es kommt ein Sturm auf. Okay, was haben wir hier? Sieht aus, als wäre das wieder so ein 28 x 12 cm Abdruck. Die Abdrücke haben die gleichen Maße wie die, die Avalos schon früher gefunden hatte. Das Wasser steigt schnell. Wir müssen uns beeilen. Sie müssen einen Abdruck machen, bevor der Sturm die Spuren verwischt. Der Wind ist wirklich stark. Super. Der Abdruck muss erst analysiert werden. Doch es könnte ein weiterer Beweis sein. Ich fülle es auf. Okay, warten wir kurz. Monster Quest ist in die Berge der Sierra Nevada gereist, wo angeblich eine Familie Bigfoots das einheimische Wild jagt. Es hätte leicht meine Tür herausreißen können. Ich wäre machtlos gewesen. Avalos war mit dem Auto in den Bergen etwa 50 Kilometer südwestlich des Mono Lakes unterwegs, als er etwas Schockierendes sah. Als ich den Hügel hinunterfuhr, sah ich eine Kreatur, die die Straße überquerte. Ich war mir wirklich nicht sicher, was es war. Mein erster Gedanke war, was zum Henker macht ein Typ in einem Gorilla-Kostüm hier oben? Ich fuhr weiter. Und dann kam es zurück. Im Sonnenlicht
konnte ich die Muskelbewegungen unter dem Fell erkennen. Avalos schätzt, dass die Kreatur mindestens 2 Meter groß war. Ich wusste, es hätte innerhalb einer Minute mein Auto erreichen können. Es hätte die verschlossene Autotüre herausreißen und mich aus dem Auto ziehen können. Und ich wäre machtlos gewesen. Avalos war von dieser Begegnung so erschüttert, dass er seitdem nach dieser Kreatur sucht. Ich finde nun schon seit einigen Jahren viele Fährten. Und sie scheinen alle von der gleichen Gruppe zu stammen. Egal ob im östlichen oder im westlichen Teil der Sierra. Ich bin ihnen schon über 600 Kilometer weit gefolgt. Das Monster Quest Team hat Spuren gefunden, die jenen gleichen, die Avalos gefunden hatte. Sie folgen ihnen zu ihrem Ursprung. Fernando Moreira ist ein professioneller Fährtenleser. Er wurde von portugiesischen Spezialtruppen ausgebildet und hat in Angola und Mosambik gekämpft. Wenn man einen kleinen Fehler macht, kann man sich und sein ganzes Team töten. Dr. Jeff Meldrum wird Moreiras Fähigkeiten testen. Wir machen es am Anfang noch leicht und dann vermischen wir es vielleicht ein wenig. Der unterschiedliche Untergrund wird das Spurenlesen schwer machen. Eines ist sicher. Jeder, der in dieser Gegend barfüßige Abdrücke fälschen wollte, müsste mehr barfuß laufen als ich. Mehr kann ich nicht machen. Moreira wird zurückgerufen und beginnt Steine und Boden mit erstaunlicher Präzision zu analysieren. Ein guter Fährtenleser sollte fähig sein, dieser Fährte bis zum Ende zu folgen. Moreira schafft es, den Weg genau zurückzuverfolgen und erkennt sogar den Platz, an dem Meldrum sich kurz gesetzt hatte, um seine Schuhe anzuziehen. Er hat sich genau hier hingesetzt, die Schuhe angezogen und ist weitergegangen. Selbst wenn ein Bigfoot schlau genug wäre, seine Spuren zu verwischen, könnte Moreira sie noch lesen. Ich bin wirklich beeindruckt, Fernando. Ich habe die Spur in ihrer Abwesenheit gelegt und sie konnten trotz des unterschiedlichen Bodens all die Details erkennen. Sie haben meine Spur sehr genau bestimmt. Propeller frei. Das Team nimmt die Suche aus der Luft wieder auf. Doch starke Winde machen den Flug gefährlich. Der Wind kommt von diesem Kamm herunter und drückt uns nach unten. Deshalb wird es jetzt noch einmal etwas holprig. Der ursprüngliche Plan, zum Lundy Lake Canyon zu fliegen, wird schnell geändert. Bei dem Wind wird es schwierig, in den Canyon zu fliegen. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Der Pilot versucht, in Richtung der Berge zu fliegen, doch die Winde sind zu stark und er ist gezwungen zu wenden. Ich habe immer wieder Ausfälle. Selbst bei Abwind haben wir aber noch mehrere hundert Meter Spielraum, sodass wir es abfangen können. Wir werden in etwa 5 Minuten landen. Okay, melden Sie sich bei uns, wenn Sie da sind. Die starken Winde bedeuten, dass das Bodenteam ohne Luftunterstützung arbeiten muss. Sie suchen die Umgebung ab, in der Avalos 2008 Spuren gefunden hatte. Hoffentlich finden wir hier was. Da ist etwas. Ja, genau hier. Ich markiere es. Messen wir es aus. Es sieht so aus, als wäre es ein 23 x 10 cm Abdruck. Das habe ich nicht oft.
Die Spur scheint von Menschen zu stammen, also sucht das Team weiter. Meldrum und Myonzinski schätzen ab, ob mehrere Bigfoots in diesem Lebensraum genügend Nahrung finden würden. Ich werde nach Beutetieren suchen. Es gibt viele Berichte, dass Bigfoots Rehe oder Elche erlegen. Es sind natürlich nur Geschichten, aber wir haben auch Beweise gefunden, dass sie in einigen Gegenden diese Nahrungsquellen nutzen. Doch der Schlüssel hierbei ist die Vegetation. Man wird kein Wild finden, wenn es keine Nahrung für diese Tiere gibt. Der Lebensraum ist eine Kombination aus Futter und Verstecken. Das hier ist kein guter Lebensraum. Sie untersuchen etwas höher gelegene Nahrungsquellen, die für einen großen Primaten eher in Frage kommen könnten. Hier oben wird es etwas besser. Hier gibt es viele Jeffreys-Kiefern. Das ist wahrscheinlich die proteinhaltigste Quelle, die wir finden können. Stimmt. Hier sind lauter Samen verstreut. Die Funde stimmen Myonzinski optimistisch. Der Lebensraum könnte passen. Für Menschen ist das pures Protein. Es ist nicht völlig abwegig, dass ein Primat dieser Größe die meisten Proteine von diesen Kiefern bekommt. Man weiß, dass andere Tiere dem Reifeprozess der Kiefernzapfen folgen. Die Tiere folgen ihnen zu unterschiedlichen Reifezeiten in unterschiedliche Höhenlagen, um die Samen zu fressen. Wenn wir also wissen, wo sie sind und sie auf einer Karte verzeichnen können, können wir zu einem gewissen Grad voraussagen, wo wir hier einen allesfressenden Primaten finden können. Bären wandern zu der gleichen Zeit an solche Orte. Wie ein Bär, der seinen Jungen beibringt, zu sich erneuernden Futterquellen zurückzukehren, könnte auch eine Bigfoot-Familie dieser Futterspur folgen. Bei Bären lernen die Jungtiere es von ihren Müttern. Manchmal müssen sie sehr schnell sein, denn Vögel ernähren sich auch von den Kiefersamen. Und sie ernähren sich auch von den gleichen Beeren wie die Allesfresser. Ich denke, wir müssen noch nach einem anderen guten Lebensraum suchen. Die großen Forellen in diesem See könnten ebenfalls eine gute Nahrungsquelle sein. Und das Team entdeckt noch weitere mysteriöse Abdrücke im Sand. Der hier ist interessant. Das ist wirklich eine gute Spur. Man kann hier 5 kleine Zehen sehen und es ist ein großer Abdruck. Hier ist noch einer. Sehen Sie sich das an. Sehen Sie, wo die Ferse spitz zuläuft? In diese Richtung? Die Zehe zeigt genau dorthin. Dann ist dann diese Unterbrechung. Und hier sind noch Schleifspuren. Wissen Sie, was das für eine Schleifspur ist? Die stammt von einem Kajak oder einem Segelboot, das die Person aus dem Wasser gezogen hat. Alles ist vollkommen getrocknet und diese Steine sind festgedrückt. Der Fußabdruck ist also etwa 3 Tage alt. So, this is about 3 days old footprint right here. Monster Quest untersucht Berichte über eine Bigfoot-Familie, die in der Sierra Nevada, nahe der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada, gesichtet wurde. Keine Ahnung, was das für eine Kreatur war, aber ich wollte sie nicht erschießen. Im Jahr 2005 war Joe Walls in einer abgelegenen Gegend auf der Jagd. Es war etwa 8.30 Uhr morgens. Ich wanderte über diesen Hügelkamm und ging in südliche Richtung weiter. Nachdem ich etwa 1,5 Stunden gewandert war, beschloss ich, eine Pause zu machen und dann zum Camp zurückzugehen. Doch Walls war nicht alleine.
Um etwa 11.15 Uhr entschied ich mich weiterzugehen, da es schon spät wurde und ich zum Camp zurück musste. Als ich gerade losgehen wollte und nach meinem Gewehr griff, bemerkte ich eine Bewegung neben einem Baum. Dieses Wesen kam vor mir aus dem Wald und wir hatten direkten Augenkontakt. Die Kreatur hatte rote Augen, dann verschwand sie im Wald. Das Biest verschwand mit überraschender Geschwindigkeit, doch dann tauchten zwei weitere auf. Ich bemerkte eine Bewegung links von mir. Ich denke, es war eine Familie. Es waren auf keinen Fall Menschen in Kostümen. Es war Jagdsaison. Sie hätten ihr Leben riskiert, wenn sie mit Affenkostümen in den Bergen herumgelaufen wären. Die zwei Kreaturen verschwanden in die gleiche Richtung wie die erste. Ich fing an, nervös zu werden und wollte schnell verschwinden und zum Camp zurückkehren. Wenn ich jetzt durch den Wald gehe, sehe ich mich immer um. Ich bin mir meiner Umgebung viel bewusster, als ich es vorher je war. Dieses Video wurde am Mono Lake, nicht weit von den anderen Sichtungen, gedreht. Das gerichtsmedizinische Stutchman-Labor im Napa Valley, Kalifornien, analysiert die Aufnahmen. Das ist eine Kopie des Originalvideos, das ich von dem Augenzeugen bekommen habe. Das Wissenschaftsteam versucht, das Bild schärfer und besser zu machen, um nach Details zu suchen, die die Identität der Kreatur preisgeben. Die schlechte Qualität der Aufnahme stellt ein Problem dar. Wir nutzen ein spezielles forensisches Software-System, das in meinem Gebiet speziell für die Bildaufbesserung verwendet wird. In diesem Fall nutzt es uns nicht viel, da wir nur eine geringe Bildauflösung haben. Die Information ist von vornherein nicht vorhanden, und wenn das der Fall ist, kann man sie auch nicht durch Bildvergrößerung oder Verschärfung hervorbringen. Sie frieren das Bild ein, sodass sich nur die Kreatur bewegt. Das ist der bearbeitete Film. Man kann sehen, wie sich das Objekt von rechts nach links bewegt. Genau da. Der Hintergrund ist eingefroren und die Kamerasicht bewegt sich. Es fehlt nur noch ein Schritt. Das ist das Endprodukt, das eingefrorene Bild, das geschnitten wurde, damit sich das Auge ohne Ablenkung auf das bewegliche Objekt konzentrieren kann. Ich für meinen Teil kann nicht hundertprozentig sagen, ob es sich um einen Menschen oder einen Bigfoot handelt. Aber die Bildbearbeitung hat bereits ein Rätsel gelöst. Das hier hat am Anfang meine Aufmerksamkeit erregt, ein Fuß oder so etwas. Einige Leute denken, man sieht einen Ärmel. Im bearbeiteten Bild kann man erkennen, dass ein Stein oder Busch im Vordergrund die Sicht versperrt. Es scheint, als wäre die Figur nicht einfach ein verkleideter Mann. Die Arbeit wird an den Analysten Greg Stutchman weitergegeben. Greg kann Standbilder aus dem Video verwenden, um die Größe des Objektes basierend auf bekannten Ausmaßen im Bild zu berechnen. Das Expeditionsteam sucht nach Spuren mehrerer Bigfoots. Dr. Jeff Meldrum führt die Suche in einem Gebiet nahe des Lundy Lake Canyons und abseits des üblichen Erholungsgebietes an. Gut gemacht, John. Ich denke, es wird Zeit, dass wir das Einzelkamerasystem testen. Ich werde es mitnehmen und in den Canyon gehen. Sie können dann vom Monitor aus alles beobachten. Jaime Avalos wird versuchen, alleine mit der Kreatur Kontakt aufzunehmen. Bevor er jedoch loszieht, tarnt er seinen Geruch mit Rauch. Die Kamera, die er verwendet, hat ein kabelloses System, das Nachtsichtbilder aus zwei verschiedenen Perspektiven aufnimmt und live überträgt.
Wir sind soweit. Jaime, gehen Sie doch schon einmal los. Ich denke, wir sind bereit zu senden. Okay, ich gehe los. Viel Glück. Avalos verschwindet in der Dunkelheit. Meldrum wird sein Vorankommen beobachten. 6 Bar. Gutes Signal bisher. Jaime, wie weit denken Sie, sind Sie vom Basiscamp entfernt? 800 Meter vielleicht. Verstanden. Er geht weiter in den Canyon hinein und hofft dabei auf eine Reaktion der Kreaturen. Ich werde hier anhalten und pfeifen. Verstanden. Avalos dringt tiefer in die Wildnis ein. Es wird hier wirklich immer dunkler. Ich weiß nicht, ob ich dieses seltsame Gefühl wieder bekommen werde. Geben Sie mir eine Minute. Es ist wirklich gespenstisch hier im Dunkeln. Er setzt seinen Weg fort, nicht weit entfernt von der Stelle, wo er die Kreatur gesehen hatte. Ich denke, ich bin jetzt beim See. Die Signale sind scheinbar um 50% schlechter geworden, aber die Übertragung läuft noch. Die Geräte sind fast an ihrem Limit. Wir sind jetzt runter auf 30%. Gibt es irgendwelche Reaktionen auf Ihr Pfeifen? Ich glaube, ich höre etwas. Es hört sich wie ein Katzenbaby an. Links von mir höre ich etwas. Ich drehe die Kamera in diese Richtung. Die Signale brechen ab. Wir hören hier im Moment fast nur Statik. Können Sie das wiederholen? Ich verstehe Sie kaum. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Es ist echt gruselig hier. Die Verbindung zu Avalos ist abgebrochen. Jaime, können Sie mich hören? Monster Quest sucht nach einer Gruppe Bigfoots, die von Augenzeugen in den Bergen der Sierra Nevada gesichtet wurde. Dieser Mann hat Beweismittel gesammelt, von denen er denkt, dass sie die Existenz der Kreatur beweisen. Dieser Videoanalyst untersucht Beweise, um die Kreatur zu identifizieren. Und dieser Mann stand dreien dieser Kreaturen gegenüber, als er in den Bergen auf Jagd war. Das Expeditionsteam führt eine Suche in dem Gebiet durch, in dem seltsame Geräusche gehört wurden. In der Nacht haben sie den Kontakt.